Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Tjalfi. Bei uns geht's weiter mit unserem Dorf. Das Projekt Schönes Dorf für Razimir. Sag mal, wo bin ich denn hier? Ach, da ist mein Holzschuppen, dann heißt, da müssen wir hin. Irsling, also unser Hund hat mal wieder gepupst, das macht richtig Spaß. Naja. Mufflon, du ehrlich. Stinker. So, wir gehen schlafen und dann können wir auch anfangen loszugehen. Also, gleich wie immer, die Fleißarbeiten sind gemacht. Ich habe die Herrschaften bekocht. Die Landwirtschaft ist soweit in der Gänge. Mal abgesehen davon, von diesem Feld, wo Hafer bestellt wird, da habe ich jetzt unseren Scheunenknecht zum Landwirt gemacht. Da kann der sich dann mit amüsieren. Das wird er schaffen bis zum Ende dieser Jahreszeit. Dann habe ich noch wieder Werkzeuge hergestellt, dass unsere Leute arbeiten können. Also unsere Bergarbeiter und unsere Jäger und Holzfäller. Und ich habe die Sachen verarbeitet, die man verkaufen kann. Das heißt, die Schuhe sind fertig und der Ton ist verarbeitet zu Tongefäßen. Das holen wir jetzt und dann machen wir mal ab. Machen wir uns mal auf nach Gostovia. Wieso haben wir jetzt? Ach, hier die Bretter, ja, die müssen noch mal raus. Halt! Halt! Mensch. Genau, dann die Kleidung, 17 Schuhe. Das können wir verkaufen. Genau. Ich werde hoffentlich von jeder Frucht oder von jedem Gemüse 20 mitnehmen können, denn ich glaube, das wird der nächste Sombor-Auftrag, dass wir ihm von jedem Gemüse 20 bringen, damit er uns sagt, wo Kestrel ist. Gucken, ob wir überhaupt noch so viel haben. Nee, das wird wohl nichts. Wir haben überhaupt keine Möhren mehr. Wir haben keine Zwiebeln mehr. Nee, das müssen wir wann anders machen. Das wird dann wohl nichts. Dann muss das jetzt so gehen. Dann geht es jetzt ab nach Gostovia, wieder mit der geladenen Armbrust im Anschlag. Und los. Unsere Frau hat uns mal ausnahmsweise nicht mit irgendeinem Auftrag beehrt. Das ist gut. Schön mit, nehmen wir. Oh, schön. Nehmen wir auch. Ich hoffe mal, wir rennen nicht wieder in irgendwelche blöden Räuber rein. Und auch nicht wieder in irgendwelche Wölfe. Keine Räuber soweit.
Eventuell können wir dann den Alwin-Auftrag machen, den nächsten. Es ist wahrscheinlich, dass wir ihn zu Gisela Richtung Lesnica bringen müssen. Oder nach Lesnica zu Gisela. Mal sehen, ob ich dafür Muße habe. Die Alwin-Aufträge, die gehen mir irgendwie mal noch mehr ein bisschen auf den Zeiger als die Unigost-Aufträge. Aber es ist, wie es ist. Jessling, lass das. Unser Hund hat mal wieder ein Problem. Okay, wer sitzt denn hier? Nochmal, was könnt ihr denn alle? Jede Menge Männer und lauter Pfeifen. Rudolf hat einen Auftrag. Was soll ich denn machen für dich? Ich bin schon alt und kann keine Werkzeuge herstellen. Da kümmern wir uns mal drum. Ich hoffe mal, wir haben jetzt nicht mit Zitronen gehandelt und müssen einen Kupferhammer oder so herstellen. Zweimal Steinaxt, ja, das ist ja locker. Aber erstmal gehen wir hier bei Unigost unsere Schulden bezahlen. Nee, Quatsch. Erstmal gehen wir unsere Sachen verkaufen und dann gehen wir Schulden bezahlen. Hallo. Only the best products here. Glasflasche, getrocknete Datteln. Wie heißt denn nur? Also, Hasebier, dann gib mir mal dein Geld. Have a good day. Hello. My wares never disappoint. Hier werden wir alles los, das ist doch schön. Und dann sind wir auch wieder flüssig. Den Miet können wir auch nochmal wegbegeben. Okay. Goodbye. So, Unigost. Wo bist du? Da steht er. Hallo, Unigost. Hallo, Unigost, lange nicht gesehen. So. Also, er möchte jetzt Unigost nach Kestrel fragen. Da kommt jetzt wahrscheinlich diese traurige Geschichte. Oh, dann hast du von ihr gehört. Ja, Wolrad hat mir den Namen genannt, aber ich soll mir die Geschichte von wem anders erzählen lassen. Unigost, ja. Warum er das ausgerechnet so sagt, wirklich seltsam. Wirklich. Kestrel, ja, also ich meine, sie gehörte zur Meute, das war es auch schon, ja, nie ist klar. Klingt's gerade so, wie ich stockbesoffen versuchte, meinen Eltern weiß zu machen, ich sei nüchtern. Ja. Okay. Du hast recht, entschuldige. Ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Weißt du, Kestrel war... ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind. Jordan, Sambo und ich, wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand. Reinfall. Kurz gesagt, wir sahen uns gezwungen, eine Abkürzung durch den Fluss hier zu nehmen und verloren dabei fast alle unsere Ausrüstung, auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen, also entschieden wir uns einfach ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir dann auch. Wir ritten so schnell wir konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich gellende Pfiffe hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich keinen Meter mehr, als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel. Sambo trat mit aller Kraft ihr Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich keinen Meter. Und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen.
Ich drehte mich um und sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte. Mit dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In dem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und er ließ sie auch lautstark wissen. Oder ließ sie das auch lautstark wissen. Ja, ja. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ ihren Pfeil fliegen. Sie hat auf ihn geschossen. Okay. Offensichtlich hat Kestrel tatsächlich auf Jornan geschossen. Sambo und er fanden das ja lustig. Jemand wie sie war uns noch nie begegnet. Sie war die erste und ziemlich die einzige Person, die es geschafft hat, Jornan alt aussehen zu lassen. Er blutete, wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ziemlich sicher. Das endete alles damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehten Sambo und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen. Als wir ihr unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einem Fremden gegenüber getan haben, stimmte sie zu, ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Okay. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst und Familie lässt man nicht so einfach zurück. Es waren 5. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das 5. Pferd war wohl für Wollrad, nicht wahr? In der Tat. Okay, das hatten wir ja schon. Naja gut, also hier ein Packpferd und so weiter, pipapo. Okay, sie waren ein Paar, Kestrel und Jornan, zumindest für eine Weile. Denn bald ergab eins das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter, daran führt kein Weg vorbei. So war es auch bei Jornan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war... Das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Okay. Nun, es begann alles als flüchtige Liebschaft, aber beginnt die Liebe nicht oft so? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel, einer Liebesbeziehung. Selbst Sambo wurde das irgendwann klar. Alle wussten es, außer Kestrel, ne, die Arme. Naja, boah, das wird mir jetzt langsam zu viel. Also die Quintessenz daraus, Kestrel hatte auch was mit ihm. Sie ist schwanger geworden und er weiß nicht, von wem das Kind ist. So, alles klar. Danke, 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 danke. Danke. So, halt, die Steuern möchte ich auch noch bezahlen. So. Dann können wir jetzt den Alvin-Auftrag machen. Mal gucken, wo der ist. Haben wir hier wieder... Ach so, hier, das müssen wir auch noch machen, die Handwerker. Einmal den Baumeister und die Baubesessenheit. Achso, die Axt, die hätte ich ja fast vergessen. 2x Steinaxt, bitte. Komm, einen Stein, den werden wir doch noch finden.
So, ist er denn, Mr. Neue Axt? Mr. Neue Axt sitzt hier, oder? Ja, hier ist die Axt. Produktionspunkte, das ist gut. Haben wir damit eventuell Schmiede 2 freigeschaltet? Das wäre ja super. Ja, haben wir. Klasse. Das ist richtig gut. Dann können wir jetzt nämlich Bronze-Werkzeuge machen. Perfekt. Das heißt, wenn wir in Lesnica sind, dann kaufen wir auch nochmal ordentlich Zinn und Kupfer ein. So, Tagebuch Almin. Wo ist er, unser Alwin? Irgendwann haben wir auch solche Viecher wie dich, aber das dauert noch ein bisschen. Hallo Alwin. Lange nicht gesehen, Alwin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Na, los schon. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Meine Hacke ist kaputt. Och nö, das ist ja der Horror. Das ist ja wirklich nahezu zu bitter. Lach nicht, sie ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir helfen? Naja, ich habe schon eine neue bei Falibro bestellt. Der lebt auf der anderen Seite des Flusses. Er ist ein alter Freund meines Vaters. Mir wurde gesagt, dass Falibro damals mit dem Schmieden aufgehört hat, weil er Probleme bekommen hat. Trotzdem hilft er uns Feldarbeitern in der Gegend immer mal wieder dabei, unsere Werkzeuge zu reparieren. Ich habe die Hacke noch nicht abholen können, weil ich nicht wirklich viel Zeit habe. Weil ich viel Arbeit habe. Arbeit, ja. Sicher, natürlich helfe ich dem Alwin. Ich komme gleich mit deiner Hacke wieder. Okay, also dieser Alwin-Auftrag ist noch nicht der, wo wir nach Lesnica müssen. Gehen wir da mal hin. Nach Bogobo zu Falibor. Dann sind wir auch wieder sauber. Moinsen. Alwin hat mich geschickt, um die Hacke abzuholen. Ist ihm was zugestoßen? Nee, es hat einfach nur ganz viel Arbeit. Ach, der Junge, ein feiges Kerlchen, aber er schuldet sich zu viele der Pflichten seiner Familie alleine auf. Ja, der tut mir auch wirklich leid. Er scheint einfach nicht zu sehen, wie viel er sich unnötig verbietet. Er ist noch so jung und könnte so viel mehr erreichen, als nur Tag ein, Tag aus auf dem Feld zu arbeiten. Also ist nicht nur mir aufgefallen, okay? Wenn du sein Freund bist, vielleicht kannst du ihn ja zur Vernunft bringen. Ich werde mein Bestes tun. Wie viel kriegst du für die Hacke? Für Alwin sind es nur 90 Münzen. Danke. Warte, eine Sache noch. Ein Jäger, den ich kenne, ist auf der Suche nach Käufern für seine Bogen. Vielleicht hast du Interesse? Nicht, Moment, aber im Hinterkopf. Ich werde es im Hinterkopf behalten. Guti gut, also er hat schon mal Lesnica ins Gespräch gebracht. Ach fuck, ich wollte doch hier nochmal nach Leuten gucken. Ob hier irgendjemand sitzt, der Landwirtschaft oder Gewinnung oder Produktion kann. Im Idealfall mehreres davon. Nö, so gar nicht. Könnt ihr wirklich nichts? Tatsächlich, die können ja echt gar nichts. Schade.
Gut, dann gehen wir eventuell nochmal über Denika nach Hause. Oder halt über die Käfer hier hinten und dann über Rolnika mal gucken. Alvins Hacke kann ich auch zurückbringen, wenn wir den Sambo-Auftrag machen. Da renne ich jetzt nicht nochmal hin, dann rennen wir gleich nach Baranica. Auf der Suche nach neuen Leuten. Na, Hundi, was ist los? Der Hund ist wieder not amused. Mal gucken, wer hockt denn hier? Ups. Also, Jäger, Landwirt, Produzent. Und sie ist Jägerin, Landwirtin und Produzentin. Ich glaube, ich nehme sie mit. Bei ihm, beim Herrn hätte ich gerne noch einen Gewinner. Also Gewinnung. Haltung. Du machst jetzt... Was machst du? Wir haben einen Bergarbeiter, wir haben einen Tierzüchter. Du machst den Scheunenknecht. Landwirt haben wir auch. Tierzüchter, okay. Gut. Also ich hau jetzt aber nicht schon wieder 20 Bäume um, sorry. Was willst du? Nee, ich habe keinen Trinkschlauch. Sorry. Sind keine Wagen. Da ist ein Wagen. Ach so, da sind Räuber. Ach du Scheiße. Ja, genau. Naja, vielleicht sprechen wir doch mal über einen richtigen Speicherstand. Na Jungs, habt ihr Lust? Au! Scheiße. Bitch. Arschgeigen. Kommen die auch hinterher? Bis zum Dorf? Kommt ihr hier noch mit bis zum Dorf? Wahrscheinlich nicht, ne?
Na kommt, Freunde, kommt. Na kommt. Kommen die denn nicht? Kopfschuss, okay. Okay, was ist eine Holzarmbrust, okay. Iersling, was soll das? Dafür, dass das nur drei waren, waren die aber echt gut ausgestattet. Nehmen müssen wir auch noch mal gucken, aber erstmal nehmen wir das hier alles mit. Den Eisenbolzen hier damit. Jo, das hat sich gelohnt, dieses Räuberlager. Da ist vergleichsweise viel Geld rumgekommen. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, das war's. Wir können mal gucken, wie viele Bolzen hier noch sind. So, vielleicht einmal die Armbrust wieder nehmen. Wir kriegen langsam Hunger, das ist ja überhaupt kein Thema. Wir haben ja wirklich genug hier. Die letzte Kirsche. Die Daumen, dass hier jetzt ein vernünftiger Mann bei ist. Jäger. Oh ja, der ist Snowit. Der ist Landwirt und Gewinner. Hervorragend. Ne? Du bist das doch, oder?
der ist eingekauft. So. Gut. Meine Frau kann Jägerin werden und Diplomatin und vor allen Dingen muss die, wenn die wieder in den Job geht, auch wieder in, entweder in die Holzfäller oder in die Jagd. So, Ewalder. Wer denn hier? Lorelei, Bergarbeiter, Ingrida, Bergarbeiter und Landwirtin. Ingarda, okay, dann nehme ich Ingarda jetzt da raus. Dann hat Ingarda keinen Job mehr. Ingarda wird jetzt Landwirtin. Nee, Scheunenknecht. Achso, ja, ich wollte hier ja noch was verkaufen. Entschuldigt, Leute. Hail, friend. Hast du was für mich? I've got it. Bärenwein, Bierflasche. Holzspeer, Knüppel. Kohlsamen. Karottensamen. Metflasche. Weizenbier. Hat er noch Geld, ja. Den Käse nehmen wir mit nach Hause. Ja, die Holzarmbrust kannst du haben. Da würden wir eine andere nehmen müssen. Salzfleisch kannst du auch haben. Brauchen wir auch nicht. Leinsamen kannst du haben. Ich glaube, damit sind wir gut aufgestellt. Mach's gut. Bye-bye. Tschüss. Oh, das ist schön. Den einen Punkt, den setzen wir auch hier rein, dass wir mehr irgendwie Erfahrung bei diplomatischen Aktivitäten kriegen. Hm. Dann geht es hoffentlich jetzt ab nach Hause und dann gehen wir am nächsten Tag mal Richtung Lesnica, um da mal ein bisschen Kupfer und Zinn einzukaufen, um Bronze zu machen. Und dann können wir unsere Bronzesensen und Co. selber machen, das ist gut, dann ist das nicht mehr ganz so teuer. Geht's hier nach, wo geht's hier hin? Gucken wir mal auf der Karte. Das sieht doch so aus, als wäre da wieder ein Banditenlager. Oder ist das der Fuhrmann von... Nee, das ist der Fuhrmann von den anderen, alles klar.
So, wir gehen jetzt bei Nacht und Nebel nach Hause. Ich speichere hier tatsächlich nochmal ab, dass wir da keine bösen Überraschungen erleben. Zum Beispiel solche bösen Überraschungen. Lauf, Junge, da ist noch ein böser Wolf. Ich will auch solche Lampen haben, aber da müssen wir bis zur Mine kommen. Das dauert noch. So, sitzt denn hier jemand, der eventuell schick ist für uns? Dann könnten wir nämlich noch ein Haus bauen. Oh ja, Odo. Odo wollen wir unbedingt haben. Wir müssen dann noch ein Haus bauen für Odo. Das kriegen wir hin. Haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Jahreszeit. Können wir mal gucken, wenn wir die Schmiede gebaut haben und mal eingekauft haben in Lesnica, ob wir nicht mal ein paar mehr Bäume uns noch zulegen. So. Wir bauen die Schmiede um. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch mal was kochen müssen. Das kann uns auch blühen, dass die Fresssäcke noch mehr genommen, vergessen haben. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte ausladen. Was wollte ich denn ausladen? Hier das Ding? Das? Hier noch irgendwas? Nee. Ja, richtig. Käse und Co. Ich bin schmutzig. Ach was. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Das gibt's doch nicht, das ist alles schon wieder weg. Wahnsinn. Okay. So ein Mist. Dann müssen wir noch mal was kochen. Und vor allen Dingen müssen wir wahrscheinlich jetzt auch die Fleischproduktion bei den Jägern ein bisschen hochsetzen. Frissecke. Ich hab's so gewollt, ne? Was machen wir dann mal? Ihr seht, das hier ist alles richtig gut fertig. Also ja, der Hafer ist bestellt. Also, liebe Jäger, ich hätte gern mal ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen weniger Felle. Wo ist denn hier Jagd? Hier.
Gucken wir mal, ob das reicht. Das reicht auf keinen Fall. Dann müssen wir noch mal zum anderen Lager. Okay. Und dann, wenn wir hier das Essen gemacht haben, dann bauen wir Odo das Häuschen, dann holen wir den ran und stellen eine als irgendeinen als Köchin ab. Das oder ein Nee. Mal gucken, wahrscheinlich eher ein Nee. Wir werden mal sehen. Machen wir mal 7-mal. Nee, machen wir mal 8-mal Kohlsuppe. Es klingt jetzt alles so blöd, dann stellen wir wahrscheinlich eher ein Nee ab, so nach dem Motto Frauen an Herd. Aber eigentlich bin ich ein ganz großer Gegner davon, aber bei diesem Spiel ist es halt leider so, dass Frauen wirklich lange ausfallen, wenn die Kinder kriegen und eben die Gewinnung, also sprich Holzfällen und Bergbau, Sachen sind, die man nicht selber machen kann, einfach weil die Rohstoffe dann für immer erschöpft sind. Bei den Leuten, die man abstellt, die können die Fels- und Baumquellen ewig nutzen. Man selber wird dann halt roten und es kommt nichts nach. Und insofern müssen halt wirklich diese Jobs wie Holzfäller und Bergarbeiter mit Leuten besetzt werden, die durchgängig arbeiten können, weil das halt auch echt wichtig ist. Denn ohne Holz und ohne Steine stehst du dann da mit deinem Latein und kannst keine Werkzeuge mehr machen und nicht weiter bauen und so. Also dann ist man hier manchmal doch ein bisschen zum Chauvinismus gezwungen. Ach Quatsch, jetzt sabbel ich hier wieder und mache hier wieder einen Fehler. Und bei den Jägern ist das dann irgendwann so. Okay, reicht nur noch für einmal rote Beetesuppe. Okay. Und bei den Jägern ist das dann manchmal so, dass die Leute so gut sind, die Herren, dass man sie nicht mehr durch eine Frau ersetzen will. Denn so ein Stufe 8 Jäger, der schleppt natürlich mehr an als eine Stufe 3 Jäger. Wieso? Ich dachte. Hä? Was? Wie viel Kohl kann ich denn noch? Mann, ey. Ach, quatscht sie und quatscht und passt nicht auf. Naja. So, nur aber. Okay. So, jetzt packen wir hier diese ganze Schalen und Tellergedöns hier rein. Okay. Wieso konnten wir denn keine rote Beetesuppe mehr machen? Ist ja merkwürdig. Naja, wir hatten doch noch alles. Naja. Ich hab's halt. Kohlsuppe. Und wir essen dann Kohl. Ich geb Kohl. Hier mit dem Kohl. Na. Die Frage ist nur, liebe Leute, wo parken wir denn den Odo? Wo stellen wir das Haus denn hin? Und vor allen Dingen, wo kommt denn bald? Also irgendwann haben wir ja auch die großen Häuser freigeschaltet. Die Frage ist, wo stellen wir dann das große Haus für uns hin? Ich hätte hier irgendwo gesagt. Aber mal gucken. Bei Odo machen wir uns das einfach, den parken wir hier neben dem anderen Haus. Daneben.
12 Steine. Okay, das reicht ja nicht hinten und nicht vorne. Was machen die denn den ganzen Tag hier? Unsere Steinsucher. Toll. Müssen wir erst wieder die 100 Steine zusammensuchen, damit wir das Haus überhaupt bauen können, oder was? Super. Na, super. Okay, Odo. Na, ich bin auch ein Idiot. Das kann ich gleich wieder abreißen. So ein Mist. Ach. Und Steine verjubelt. Für Dödeligkeit. Mann, ich bin auch ein Trottel. Er soll mit dem Eingang hierher, deshalb, also mit dem Eingang Richtung Dorf. Hallo Lux. Breitwegerich, den sammeln wir natürlich sofort ein. Breitwegerich hat man nie genug als Jagddepp. Also, selbes Spielchen nur nochmal. Nur halt bitte gerne mit ein bisschen Abstand. So, Stein. Eine Steinwand. Eine Steinwand. Eine Steinwand. Nee, hier war das doch ein Fenster, richtig? Genau. So, und das hier wird wieder ein Dach mit Holzschindeln. So. Na dann. Breitwegerich, ja damit. Nur Steine hat sie keine. Schade. Entschuldigung. So, dann haben wir uns mal zwei Hammer.
Nehmen wir uns mal die 72 Brett. Und bin wieder völlig überladen. So, bestimmt noch mal so 15 Holzstämme. Naja, eher ein bisschen mehr, wa? 20. Und die 32 Steine, die wir hier noch haben. Und dann sind wir überladen bis zum Getno. Na, geh da hin, der Stein. Gucken, brauchen wir denn überhaupt noch irgendwo Bedarf an Holz? Hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht, hier oben eventuell. Nö. Schade. Okay. Schade, dann müssen wir jetzt Steine sammeln gehen. Und zwar nicht zu knapp.
Weitwegerich nehmen wir selbstverständlich mit. Das ist ja mal blöde. Das ist ja mal richtig blöde. Damit brauchen wir nicht zurücklaufen. Scheiße. Warte mal, wie war das mit dem Prüfmodus? Nee, wie ging denn das? I? Nein. Auch nicht. Wie kann man denn hier in diesen Escape? Nee, auch nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. In der Steuerung. Mal 50 Steine sollten wir schon haben, bevor wir da zum Haus zurückgehen. Nee, Bären will ich jetzt nicht. Nein, ich will den Stein haben, Leute. Wir haben jetzt Schweine, dann brauchen wir da eure Bären nicht mehr. Dann sind die Tage der elenden Bärensammelei vorbei. Komm, noch ein paar. Kommt schon. Okay, 48. Dann können wir uns jetzt Steine suchenderweise mal zum Häuschen vorarbeiten. Okay, das sollte hoffentlich reichen. Die nehmen wir aber noch mit.
Okay. So, dann kann Odo jetzt einziehen. Den holen wir dann noch gleich mal ran. Echt am Überlegen, ob wir noch einen zweiten Grabungsschuppen bauen. Ein Hausbau wird jetzt immer mehr kommen, denke ich mal. Und gerade wenn jetzt die großen Häuser kommen, die sind ja nicht mehr weit, da sind wir ja fast von der Technologie her. Da gehen halt richtig Steine rein, fehlt uns nicht mehr viel, da fehlen uns keine 100 Punkte mehr und dann können wir uns auch ein großes Häuschen selbst bauen. Ist das doch schön. Also Odo, ne? Okay. How can I help you? So, dann kann Odo einziehen. So. Gucken wir doch mal, was hier in... Nee. Edbürger, die kann auch Landwirt, wenn es sein muss. Lorelei kann nichts anderes, die muss da bleiben. Kein Gewinner mehr, irgendjemanden. Okay, jetzt haben wir da natürlich mit Zitronen gehandelt. Reinhold ist Jäger. Ingrida, die ist Jäger und die bleibt auch Jäger, dazu ist die zu gut. Ja, schade. Dann, tja, dann haben wir mal... Okay, also dann wird die Ed Evalda, die wird scheuen, die wird jetzt köcheln. Du gehst raus aus der Scheune und gehst in die Küche. So. Dann ist in der Scheune ein Platz frei. Wer kann denn dann von den Merkarbeitern in die Scheune? Dann kann Ed Burger vom Holzschuppen in die Scheune. Und dann kann Odo nämlich in den Holzschuppen. Okay. Müssen wir halt nur noch mal gucken, dass wir eventuell die Lorelei durch einen Mann ersetzen als Bergarbeiter. Und dann können wir mal sehen. Okay, so. Aber so weit, so gut. Und dann richten wir jetzt die Küche ein. Du machst Kohlsuppe. 50% Kohlsuppe und 50% rote Beetesuppe. Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht hinten und nicht vorne reichen. Vielleicht, wenn ich hier einen runtergehe, noch einen, ja. Wenn ich hier zwei hoch. Nein, so nicht. In Ordnung. Gut, viel Spaß. Dann bin ich echt am Überlegen, ob wir in Lesnica dann oder im Raum Lesnica uns ein Lager hinstellen, denn das wird unsere Metallquelle werden. Und da schleppst du dir schon einen Wolf, also den, oder sagen wir es mal so. Die Metalle, die wiegen ordentlich was. Ich glaube, das machen wir sogar. Aber das machen wir nicht heute mehr. Jetzt trinken wir noch was.
Dann ändern wir noch die Schmiede. Gehen wir nochmal baden. Bauen die Schmiede um und dann gucken wir nochmal, ob wir noch ein bisschen Zeug produzieren können, also Ton und Fell und Lederverarbeitung. Ja, okay, wir richten hier mal die Schmiede. Schmiede 2. Fuck. Okay. Das restliche Gedöns hier mal rein. Ich trage zu viel, ach was. So viel hätten wir wahrscheinlich gar nicht gebraucht. Mal gucken. Okay, 6 Bretter. Oh, Dach, also 24 Bretter brauchen wir. So haben wir. Dann ist das soweit alles auch schön. Dann schauen wir mal, wie viel Kupfer und Zinnerz wir haben. ...44 Kalkstein, die können wir auch nochmal wieder verarbeiten. Und die Pelze. Und das Leder. Und dann können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen. Und doch, geht noch. So, nee, hier. Bronzebarren immerhin. Da werden wir dann die Bronzesense freischalten. Und dann gucken wir mal. Okay. Ich muss mal ein Päuschen machen. Wir hören und sehen oder vielmehr hören uns später.